Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Heute werden wir ein ganzes Stückchen weitergehen und dafür müssen wir erstmal was essen. So, zack, 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 zack. Ja, läuft doch ganz gut. Wir haben Augendingenskirchens Geisterkraut und Seekronen, hast du nicht gesehen. Und die Kackbratze ist draußen, ich weiß, wir haben sie alle gehört. Jetzt hab ich's verkackt. Ich wollte die eigentlich zerschneiden. Ach ja, man kann sich ja nicht ducken. Vergesse ich jedes Mal, ne? So, drei Stück habe ich kaputt gemacht. Vier Stück. Oh, das war einer zu viel. Gut. Heute im Plan die letzten Überreste von dem Dingenskirchen suchen, vom Enzym. Einen haben wir ja schon gesehen, bin ich der Meinung. Und zwar den Pilz. Achso, mein Glubschi. Lampenbusch müssen wir finden. Was soll denn der Scheiß? Greift mein Glubschi hier einfach an. Und ich glaube halt, dass der Pilz hier hinten im Gebiet ist. Wir müssen ja ohnehin zurück, ne? Ah, ich habe kaum noch Energie für das Chasing. Wahrscheinlich habe ich noch die anderen Energie voll. Auf 5%. Ja, da ist noch 100. Passt. Ich glaube hier, dieses Pilzgedöns ist es. So. Baumpilz. Ja, easy. Dann fehlt noch der Lampenbusch. Ich weiß nicht, wo wir den finden könnten. Aber wir müssen erstmal zu Hans-Dieter. Denn da ist das Loch. Ich glaube, uns fehlte noch ein Teleporter. Ich bin mir nicht so sicher. Aber du bist das hier nicht, ne? Nee. Du? Baumleich. Lampengedöns. Er muss auf jeden Fall einen Teleporter hinführen. Bin ich mir fast nahezu sicher. Muss ich erstmal hier den Durchgang wiederfinden. Ah, gut, ist er doch. Die Frage ist, welchen Teleporter habe ich noch nicht? Habe ich den gegenüber schon? Wir müssen die Teleporter nochmal abklappern. Und dann können wir nämlich uns zum. Ich bin durchsichtig. Zum Bau der Rakete machen. Ich bin nur durchsichtig, weil das Spiel gerade halt grün ist, ne? Also, nicht wundern. Normalerweise bin ich nicht grün und auch nicht durchsichtig. War das beim letzten Mal auch schon so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nie drauf geachtet. Jahre später. So, und schon bin ich lieber durchsichtig. Wir probieren es mal auf der anderen Seite. Quatsch. Gefunden haben wir ihn wahrscheinlich noch nicht, ne? Lampenbusch. Der kommt mir bekannt vor. Der müsste eigentlich im Anfangsgebiet sein, oder? Okay, dann ist das nicht so schwer, den zu finden. Den haben wir ja immer für das Gedöns gehalten. Ach, das war hier. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, jetzt kurz nach Hause zu gehen, aber. Wir gehen einfach mal in den anderen Teleporter rein, der war da auf der Seite, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Ja, stimmt, ich bin nach links gegangen, da war ich da in dem Raum. Das heißt, wir gehen mal da rein. Lampenschirm ist jetzt nicht so schwer, der müsste eigentlich sehr häufig vorkommen. Ansonsten schwimmen wir einmal kurz durch und dann ist gut. Ich denke mal, das wird nicht das Problem sein.
So. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber ich werde hier einfach bleiben und dann Richtung Anfang schwimmen. Und auf dem Weg werden wir da hundertprozentig einen finden. Also, ich glaube nicht, dass der so schwer ist. Ich meine, den haben wir schon öfters gesehen und den für dieses komische... Oh, guck mal, da ist er schon. Ja. Hi. Das war einfacher als gedacht. Ja, sehr schön. Haben wir alles zusammen, ne? Ja, dann können wir jetzt nach Hause. Ich glaube, zu Bertha macht es keinen großen Sinn zu schwimmen, ne? Um da zu bauen. Ey. Wir schwimmen mal nach Hause. Glaube ich, die bessere Idee. Muss ich dann eigentlich noch mal zu der Insel? Ich weiß nicht, welcher Teleporter das war. Ob das einer von den Vieren war, der mich dahin gebracht hat. Aber ich muss erstmal nach Hause. Aber ich weiß, dass der Teleporter bei mir in der Nähe zu Hause ist. Von meinem Zuhause ist. Nicht der Teleporter, sondern die Insel. Ich weiß nicht genau wo. Aber rein theoretisch überprüft er mich ja nur. Er gibt mir ja nicht die Starterlaubnis, oder? Mal gucken. Bin schon ganz gespannt. Oh. Ich meine, wir haben jetzt alles Mögliche erlebt hier. Ich denke mal, es gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken. Aber ich glaube nicht mehr so krass was Spannendes. Ich meine, man kann natürlich immer wieder was noch entdecken. Gerade in einem Open-World-Survival-Game, ne? Aber ich glaube, wir haben eigentlich genug. Vor allem Erfolge haben wir auch alle dann. Von daher können wir, glaube ich, Subnautica dann als beendet erklären. Puh, so. Kackbratze? Bist du zu Hause? Nö. Bestimmt irritiert vom ganzen Hin und Her teleportieren. Welcome aboard, Captain. Okay, let's do a... Ding, ding. So, müssen wir uns das jetzt reinziehen oder müssen wir es jetzt nochmal machen? Eine organische Substanz gewonnen aus Pflanzen. Hey, okay, gut. Ich glaube, damit müssen wir zu Mama zurück. Stimmt, die und zu. Ah, bitte sag mir nicht, dass ich das Ding, das Zeug viermal herstellen muss. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich das viermal herstellen muss. Das wäre tödlich. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich werde zur Not, weil das ja kleine Viecher sind, 3 davon mitnehmen. Einfach nur zur Not. Ja, wenn es da wirklich so ist, wie ich befürchte, müssen wir die Enzyme öfters herstellen. Aber ich werde das schneiden. Es wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, jetzt nochmal alles abzuklappern. Nur weil ich irgendwie was verkackt habe. Ein Baby reicht doch, oder nicht? Ich meine, aus dem Baby können wir ja mehr von diesem Enzym bekommen. Oder nicht? Wir zapfen ihn einfach ein bisschen Blut ab. Weil er hat das Enzym in sich. Ich bin voll gruselig. Und dann war's das schon. Ganz einfach. Wir töten ein Baby, aber gewinnen dafür 3. Ich finde, das ist wirklich gut. Alter, ihr seid gruselig, ihr kleinen Viecher.
Vor allem habe ich einfach das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich runterfalle, ich einfach nur Hunger verliere. Ach nee, der Teleporter bringt mich zur Insel. Der hier unten. Ich glaube, das war so, ne? Dann noch ein Teleporter. Sieht so aus. So, Mama, erschreck mich bitte nicht nochmal. Dankeschön. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich das viermal machen muss. Ah, ich muss den hier reintun, ne? Guck mal, die kleinen Viechers. Ich kann sie scannen. Nicht weggehen. Seeimperator Jungtier. Und jetzt raus mit euch. Es wird Zeit, euch sich von der Mutter abzukapseln. Ihr wart jetzt lang genug zusammen. Ich finde, ihr seid schon groß genug. My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land, or a creature so small it sees the gaps between the grains of sand. Farewell. Ja, hauen sie rein. Ja, jetzt haben wir die Mama doch mal umgebracht. Okay, die Kiddies sind wahrscheinlich abgehauen. Aber ich habe keine Energie mehr. Du siehst jetzt nicht so tot aus. Du tust nur so. Und wenn ich abhaue, dann haust du wahrscheinlich auch ab. Ich meine, du passt da doch easy durch. Also wärst du Mr. Flauschig, würde er durchpassen. Na gut, gehen wir mal hinterher da. Hat da jemand in die Luft gekackt? Konzentriertes Enzym. Beste Gesundheit freigeschaltet. Soph's scan complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Wir sind frei. Wenn wir jetzt bei der Insel landen, gehen wir da nochmal hin und lassen uns nochmal uns kurz pieksen. Und dann schauen wir mal. Na guck mal, jetzt schwimmen die hier. Die leuchten. Ah hier, sie lassen die ganzen Enzyme frei, ne? Und heilen quasi die Welt. Okay, dann lassen wir uns nochmal pieksen. Und dann schwimmen wir mal nach Hause. Gesundheit, Nachbar unter mir. Heilige Scheiße. Habt ihr das gehört? Vielleicht hat er auch nur seine Tochter mal wieder angeschrien. Man weiß es nicht. Könnte auch ein Niesen gewesen sein. Aber ich tippe mal auf Niesen. So. Jetzt müsste man nur wissen, wo das nochmal war. Ich glaube, das war hier irgendwo. Und die Frage, die ich mir stelle, was geht schneller? Nach Hause schwimmen? Und immerhin 2000 Kilometer? Oder durch das Portal? Ich denke, ich werde schwimmen.
Tja, da haben wir die Lichter ausgeknipst, Freunde. So macht man das mit Dingern, die mich stechen. Die werden vernichtet. Das habe ich gehört. So, gut. Einmal Richtung Ausgang, bitte. Dann schwimme ich halt nach Hause. Oh. Wo lande ich? Wenn es ein bisschen näher dran ist, tippitoppi. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. 1200 Meter Tiefe. Ja, ich glaube, wir sind hier nicht so wirklich gut drup. Wo bin ich jetzt? Kamera, Kamera. Ah, ich bin im Lavabecken. Stimmt. Dann ist wahrscheinlich Bertha hier irgendwo, ne? Bertha! Oh, Berthachen. Ja, was ist da hinten? Bertha, ja gut, Bertha ist hier in der Nähe. Aber ich will ja nicht zu Bertha, ich will nach Hause. Okay, Ausgang finden. Wenn ich hier jetzt nicht eingesperrt bin. Komme ich jetzt an das Zeug ran, jetzt wo alles aus ist? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, komm, geh mir hier durch die Pfütze. Ist mir auch egal hier. Und dann würde ich glatt behaupten, wir gehen durch den Teleporter, was? Ist nicht ganz so eintönig und monoton. Gut, dann als nächstes Rakete bauen, aber wir müssen eh noch gucken, was wir brauchen, ne? Vielleicht müssen wir zurück zu Bertha. Na, oh, jetzt ist er tot. Ja, passiert. Wir möchten nämlich was bauen. Und zwar der Rampe Neptun Haupttrieb Nickelerz. Wir müssen nochmal zurück zu Bertha. Ja. Wir müssen das Wichtigste von Bertha rausholen. Aber da können wir easy hinschwimmen. Ich würde ja auch mit Bertha am liebsten nach Hause. Nein, so weit weg ist das ja nicht. Ich weiß auch nicht, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Heilige Scheiße, dieses Rausgehen hier, ne? Also Herbert lassen wir zur Not hier. Hier. Es war keine Treppe. Und ja, ich würde sagen, ich schwimme einfach mal mit Bertha nach Hause. Und dann sehen wir uns zu Hause mit Bertha wieder. Ich glaube, das wäre das Geschickteste. Wir können ja hier, kann ich ja jederzeit herkommen. Aber wenn Bertha dabei untergeht. Ein bisschen ungünstig. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder ich. Was? Teleporter? Wir wollen nicht zum Teleporter.
zurück nach Hause. Zu Bertha. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Und dann sind wir nämlich mit Bertha zurück am Start. Und dann bauen wir die Rakete. Oh rein, euer Zero. Tschüss.